verscheucht. Kärntens FPK-Chef Uwe Scheuch legt mit sofortiger Wirkung alle Ämter nieder. Verschwunden. Dieser Wiener Anwalt wurde entführt. Russische Investoren könnten dahinter stecken. Und im Sport heißt es wieder nichts. Mit Platz 8 für Helmut Oblinger versinkt Österreichs nächste Medaillenhoffnung im Wildwasser. Einen angenehmen Mittwochabend. Willkommen bei ATV Aktuell. Das Wichtigste vom Sport gibt es auch heute wieder von Marc-Michael Nansek. Schönen guten Abend. Game over für Uwe Scheuch. Über Nacht hat Kärntens FPK-Chef den Entschluss gefasst, alle Ämter niederzulegen. Der Druck wegen Korruptionsvorwürfen und Gerichtsverfahren war wohl zu stark für den FPK-Chef. In einer eilig einberufenen Pressekonferenz gibt Uwe Scheuch heute Vormittag seinen Rücktritt bekannt. Schuld seien laut Scheuch in erster Linie die bösen Medien, die ihn zum Verbrecher der Nation gemacht haben. Zornig und angriffslustig kommt Uwe Scheuch heute zu seiner wohl letzten Pressekonferenz. Mit einem emotionalen Rundumschlag gegen Medien und politische Gegner erklärt der Kärntner Vize-Landeshauptmann seinen sofortigen Rücktritt von allen politischen Ämtern. Ich habe mir das wirklich sehr lange überlegt und bin davon überzeugt, dass ich es nicht nötig habe und es mir nicht gefallen lassen muss, dass mein Name, meine Person und vor allen Dingen auch mein gesamtes Umfeld über so eine lange Zeit unter diesen Vorwürfen zu leiden hat. Schuld sind demnach nicht die mittlerweile 4 Korruptionsaffären, in die Scheuch verwickelt ist, und auch nicht seine, wenn auch nicht rechtskräftige Verurteilung in der Part of the Game-Affäre. Schuld sind aus seiner Sicht die Medien. Denn wenn es die gesamte Medienlandschaft schafft, aus einer Meldung, dass es Vorerhebungen wegen einer vermuteten und verdächtigen oder wie auch immer zustande gekommenen Geldwäscheaktion gibt und man deswegen einmal mehr zum wiederholten Male, um nicht zu sagen zum weiß ich nicht wievielten Male, zum Verbrecher der Nation gemacht wird, so hat man irgendwann einmal für sich selbst zu überlegen, ob es nicht klüger ist, sein Leben privat und beruflich neu zu ordnen. Und weil die Freiheitlichen in Kärnten auf Kontinuität setzen, wird Scheuchs älterer Bruder Kurt zu seinem Nachfolger ernannt. Ausgerechnet heute bringt die Staatsanwaltschaft einen Strafantrag gegen ihn ein, weil er einen Richter als Kröte bezeichnete. Ungeachtet dessen erklärt er seine Ziele für die Partei. Also ich hoffe, dass ich den äußerst erfolgreichen Weg meines Bruders fortsetzen kann. Das will offenbar auch die FPÖ auf Bundesebene. Sie schließt heute nicht aus, dass Uwe Scheuch nach einem Freispruch wieder sein politisches Comeback feiern könnte. Und im Studio begrüße ich jetzt den Politikexperten Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Hofer, Uwe Scheuch hat immer wieder seine Unschuld beteuert, sei es in der Causa Birnbacher oder in der Part of the Game-Affäre. Er wollte auch nie zurücktreten. Warum jetzt? Ich glaube einfach, der Druck ist zu groß geworden auf ihn. Auch der innerparteiliche Druck, sowohl für die FPK als auch für die FPÖ. Und Heinz-Christian Strache, darf man da nicht vergessen, ist er zu einem politischen Ballast geworden. Er wäre jetzt am Vorabend von Neuwahlen in Kärnten eher ein Hindernis und ist eher ein Hindernis für Landeshauptmann Dörfler und auch für Strache bei den bundesweiten Umfragen, als dass er ihnen hilft. Uwe Scheuch geht, Kurt Scheuch kommt. Wie sinnvoll ist es denn, dass ausgerechnet der Bruder Nachfolger wird? Er ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Er ist nicht nur kein unbeschriebenes Blatt, sondern er ist eigentlich mehr Hardliner, als das Uwe Scheuch ist. Das war er auch immer. Also er hat in der Geschichte schon für den einen oder anderen Eklat, zum Beispiel in Knittelfeld, damals gesorgt. Und offensichtlich gilt auch das Prinzip Bring Your Family in der FPK. Was nur Kurt Scheuch bewiesen hat in der Vergangenheit, ist das, dass er sich zurückhalten kann. Also er kann durchaus aus der Öffentlichkeit verschwinden und im Hintergrund seine Dinge machen. Und das ist wohl auch das Kalkül. Dörfler wird versuchen, einen Persönlichkeitswahlkampf zu führen und das Thema Scheuch nicht wirklich anzusprechen bei diesen Neuwahlen. Heißt das, in der FPK bleibt jetzt alles beim Alten? Im Prinzip ja. Es sind die Personen ausgetauscht worden, auch noch innerfamiliär. Aber es ist klar, dass man versucht, Dörfler freizuspielen und die Grundvoraussetzungen für so eine Neuwahl für die FPK einfach besser zu gestalten, als das bislang der Fall war. Denn diese ganzen Gerichtsgeschichten, Scheuch, Dobanik, sind natürlich eine massive Belastung für die FPK. Und das versucht man jetzt zu begradigen. Herr Hofer, was muss denn jetzt in Kärnten passieren, dass endlich Ruhe einkehrt? Also so leicht wird Ruhe nicht einkehren, denn egal wie die Wahl ausgeht, außer die FPK stürzt wirklich fundamental ab und das ist eigentlich nicht zu erwarten, denn Landeshauptmann Dörfler ist so schlecht nicht positioniert, wird es dann darauf ankommen, wie eine Koalitionsbildung überhaupt ausschaut. Und da glaube ich nicht, dass Kärnten in ruhigere Gewässer steuert.
Herr Hofer, vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Ja, Thomas Hofer hat es gerade angesprochen, auch wenn Neuwahlen Kärnten nicht aus dem politischen Chaos führen können, sind sie dennoch unumgänglich. Doch ob und wann es tatsächlich soweit ist, diese Frage bleibt auch heute unbeantwortet. Landeshauptmann Gerhard Dörfler weicht entsprechenden Nachfragen aus. Alle anderen Parteien werden langsam ungeduldig. Spätestens am Freitagabend muss die regierende FPK Farbe bekennen. Dann kommt es zum Showdown im Kärntner Landtag. Diese beiden können es kaum noch erwarten. Rolf Holub von den Grünen und SPÖ-Parteichef Peter Kaiser wollen endlich Neuwahlen in Kärnten. Am Freitag kommt der alles entscheidende Antrag endlich in den Landtag. Am Freitag kann sich die Zukunft Kärntens entscheiden. Der Antrag ist ja da. Wir haben einmal eine Mehrheit für Neuwahlen und ich glaube, die Minderheit kann sich auf Dauer nicht verzögern. Bisher hat es aber so ausgesehen, als würde die regierende FPK die Entscheidung blockieren. Nach dem überraschenden Rücktritt von Uwe Scheuch lässt FPK-Landeshauptmann Gerhard Dörfler heute aber alles offen. Baldige Neuwahlen nicht ausgeschlossen. Die in 6 Wochen, 9 Wochen, 12 Wochen oder im Frühjahr 2013 oder wann auch immer sein wird, dass wir jedenfalls diese Wahlerfolge schlagen. Der bisherige reguläre Wahltermin in 2 Jahren scheint also auch für den Landeshauptmann mittlerweile nicht mehr erste Wahl zu sein. Der Opposition dürfte man es aber auch nicht zu leicht machen wollen. Zu der kommenden Abstimmung am Freitag überlegt die FPK erst gar nicht zu erscheinen. Die Hängepartie um mögliche Neuwahlen könnte noch Wochen dauern. Soweit unsere Berichterstattung zum politischen Chaos in Kärnten.